Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play F1 2017 mit mir, Alawach 1990 und natürlich hier zum großen Preis von Abu Dhabi Yas Marina Circuit, dem vorletzten Video zum kompletten Let's Play zu F1 2017. Und ich würde sagen, Streckenakklimatisierung, auf geht's. Das letzte Mal Streckenakklimatisierung. Natürlich mit einem kompletten niegelnagelneuen Motor, das heißt, wir werden zurückgesetzt, Steuereinheit wurde erneuert. Da hatten wir zum Glück noch eine übrig. Das heißt, keine zusätzliche Strafversetzung, nur der Motor wurde ausgetauscht. Das heißt, wir haben zwei Motoren mehr benötigt, als uns mehr oder weniger zustand. Mit dem Getriebe sind wir optimal durchgekommen. Mit drei an der Zahl. Und mit dem ganzen anderen Kram sind wir ebenfalls mit vier durchgekommen. Und ja, würde ich sagen, auf geht's. Vorletzte Mal Yas Marina. Letztes Mal Streckenakklimatisierung. Ist mein Mikrofon an? Ja. So, natürlich Streckenführung. Altbekannt, Yas Marina, eine der schönsten Strecken in Formel 1 neben Spa. Und zu langsam. Und Circuit of the Americas. Ansonsten, welche Strecke fahre ich noch gerne? Eigentlich doch. Das war's eigentlich. Sochi fahre ich noch ganz gerne, also Russland. Also gibt noch so einige. Aber mal gucken, wir müssen jetzt erstmal die grüne Punktzahl kriegen. Natürlich hier auch wieder drei Reifenmischungen am Start, und zwar gelb Softs. Ja, wer hätte es in dem Fall? Die Super Softs. Das sind die roten und einmal die Ultrasofts, die violett markierten. Haben wir hier am Start. Und mit den Ultrasofts werden wir hier auch das schöne Qualifying fahren. Und natürlich auch das Rennen damit durchstarten. Ui. Na, schade. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Wenn wir die Türchen hier noch mitnehmen. Ja, sieht gut aus. Dass wir dann die Streckenakklimatisierung abgeschlossen haben. Ja, dass wir halt jetzt die lilane Dinge jetzt nicht haben, ist egal. Wie gesagt, ich fahre da drauf nicht. Und ja, Yas Marina liegt mir eigentlich relativ gut. Wir fahren Setup 5. Ultraweich, auf geht's. Setup 5, durch die zwei mega langen Geraden. Und alles andere ist halt relativ knackig, eng. Das heißt, wir brauchen keinen Abtrieb. Nicht so viel zumindest. Ich würde sagen, vorletzte Mal, dass wir unseren guten Renault hier nochmal besteigen. Und einmal das Training, beziehungsweise vorvorletzte Mal, Quatsch, wir müssen ja noch Quali fahren. Das Quali habe ich ja ganz vergessen. Das letzte Mal Qualifying Training. So. Das vorvorletzte Mal, dass wir unseren Renault besteigen und den über einen Track ballern. Beziehungsweise jagen, scheuchen, whatever. Der auf jeden Fall sehr gute Dienste geleistet hat. Da war ich ein bisschen weit raus. Ist okay. Wie man sieht, die kann man halt richtig schön drüber ballern. Also Yas Marina. Sehr, sehr schöne Strecke. Auch wenn ich jetzt aktuell ein bisschen die Strecke verkacke. So, relativ schnell hochticken. Also es wird noch ein Akt. 14 Runden wird auch erstmal der Grand Prix sein. Also das Rennen an sich, 14 Runden. Ist ja ganz okay. Von der Zeit her. Bisschen später hätte ich bremsen können. Nichtsdestotrotz ist unsere Zeit dann noch relativ okay mit einem Vorsprung von knapp 2 Sekunden jetzt. 150, 100 Meter. Dritter reicht hier aus. Versetzen wir zwar ein bisschen, aber dann kann man mittig die Pinüppel da nehmen.
hier auch mit dem dritten eigentlich rum, wenn man da die Dingens ganz gut kriegt. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Und zwar die Kurve mit dem Bremspunkt. Auch hier wieder mit dem dritten rum. Kurz ruhig den Motor aufholen lassen, hier weiter im dritten rum. Dann haben wir eigentlich eine relativ gute Zeit. Da kommt er jetzt nochmal mit minus 2 Sekunden. Ist okay. Ist jetzt nicht unsere Strecke. Wir haben noch ein paar Fehler drin gehabt. Ja, noch ein paar Fehler hatte ich drin gehabt, ja. Aber wir sind trotzdem relativ okay platziert. Zweiter hinter Vettel. Weiter zur Quali. Und dann schauen wir mal, wo wir im Endeffekt stehen. 1,44. 2, das heißt, die werden wahrscheinlich eine 1,40, 1,42 oder sowas fahren. Vielleicht kommen wir nochmal rein. Ist nochmal die Frage, schauen wir nochmal. Weil so ein bisschen war halt noch ein bisschen verkackt, ja. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir uns nochmal gut qualifizieren. Im Endeffekt ist die Qualifikation, also unser Startplatz, eh egal, weil wir eh nach hinten gesetzt werden. Das heißt, vielleicht ein bisschen schlechter qualifizieren, dass wir außerhalb der Top 10 landen. Es war doof für unsere Dingens. Jetzt für ihre Ziele. Obwohl gar nicht, wenn wir uns innerhalb der Top 10 platzieren, aber dann durch die Strafversetzung rausfallen, können wir trotzdem machen. Also 10 und höher und Paris schlagen. Ist jetzt die Frage, wie das zählt. Aber dazu gleich mehr. Wir sehen uns gleich im Cockpit. So, da bin ich. Ich würde sagen, wir gehen zur Strecke. Natürlich mit Voreinstellung 5. Ja, was ich gerade gemeint habe, ist, dass wir qualifying-technisch beide schlagen, also besser als 10, glaube ich, war es, und besser als Paris, das hinkriegen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es zählt, trotzdem zählt, weil wir ja trotzdem rausfallen wahrscheinlich und ihn vor uns dann haben, den guten alten Paris, wegen unserer Strafe. Da müssen wir dann halt mal schauen. Wir haben unseren Teamkollegen vor uns. Das heißt, wir werden ganz kurz mal ein bisschen Abstand lassen, dass wir nicht die Lücke zu klein haben. Und ich würde sagen, auf geht's. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem Renault hier rausquetschen können. Die Yas Marina ist halt wirklich ein schöner, wirklich schöner Kurs. Oh, deutend besser bekommen, nicht ganz so weit raus. Kann man relativ weit in fahren. Auch hier ein bisschen zu eng genommen die Kurve. Das heißt, Speed liegen lassen. Nicht ganz so krass versetzt wie beim Qualifying Tempo. Auch die Kurve bedeutend schneller gekriegt. Schön raus aus den Curbs. Relativ gut rausgekommen. Vor allem diese Atmosphäre jetzt mit der Sonnenblende. Also dieser Blendeffekt. So. Kommen wir jetzt an. 100 Meter runterbremsen, rein im zweiten. Zweiten hier kurz mal lupfen. Rauf auf die Dingens, dass wir die Traktion trotzdem kriegen. So. Sieht auf jeden Fall bis jetzt ganz gut aus. Hochschalten müssen wir auch mal. Zack. So, hier fahren wir auch mal mit dem dritten rum. Fast ein bisschen zu hart über den Curb gefahren. Also innen rum. Da war ich zu weit in. Es wäre auch noch eine Möglichkeit, da ein bisschen weiter außen zu fahren. Ist okay. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Dass wir uns einigermaßen gut platzieren. Wir haben eine 1,42 sogar. Ist okay. Wir werden hundertprozentig die Dingens nicht hinkriegen. Halt. Ganz lieber erstmal zur Garage, ansonsten dauert es so lange. Wir werden wahrscheinlich aus der Top 10 rausfallen. Wenn wir nicht aus der Top 10 rausfallen, ist es nicht, auch nicht so schlimm. Aber ich bin mal gespannt, auf was für eine Platzierung wir jetzt kommen. Aktuell Siebter, wir haben Paris vor uns. Zwar schade, wegen Head-to-Head. Aber wir sind innerhalb unseres Team-Stils. Aber wir werden halt nochmal ein bisschen weiter von hinten starten, aufgrund der, ja,
Dinges, ne? Er fand es eine große Belastung ausgelöst. Okay. War halt einfach nur ganz kurz zu der Reifenabnutzung. Und ich würde sagen, wir starten zumindest gleich nach einer kurzen Pause. Für euch von einem Tag, für mich für 2 Minuten. Dann im Rennen von Abu Dhabi wieder. Und wir haben 2800 Punkte. Ja, er hat leider einen Punkt aufgeholt. Mercedes hat wieder ein bisschen mehr Ruf gekriegt für uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag 15.30 Uhr hier zum letzten Rennen von F1 2017 vom kompletten Let's Play. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr seid dabei im großen Grande Finale Abu Dhabi mit mir, Alava 1993, mit dem Renault von Renault Formel 1 Team oder F1 Team irgendwie so. Und ich würde sagen, haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, Leute.